Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler. In Vorbereitung auf die Prüfung habe ich hier nochmal ein kleines Video, das dauert auch nicht lang, wo wir speziell uns nochmal anschauen, wie man mit Hilfe des Taschenrechners die Extrempunkte, aber auch die Wendepunkte ermitteln und bestimmen kann. Beginnen möchte ich mit diesem Beispiel aus der Prüfung vom letzten Jahr. Gegeben ist eine E-Funktion. Aufgabe 321 war es, mit Hilfe der Produktregel die erste Ableitung zu bilden. Das haben wir kennengelernt, das können Sie. Und ich möchte jetzt speziell auf Aufgabe 322 eingehen. Bestimmen Sie die Extremstellen und ermitteln Sie deren Art mit Hilfe der zweiten Ableitungsfunktion. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man geht den klassischen Weg, dass wir jetzt die zweite Ableitung ebenso wie wir die erste Ableitung bilden und mit Hilfe dann der ersten und zweiten Ableitung ganz klassisch vorgehen, erste Ableitung gleich 0 setzen, die Extremstellen berechnen, diese dann in die zweite Ableitung einsetzen und damit haben Sie dann den Wert für die zweite Ableitung und wissen dann, ob es größer 0, Minimum, kleiner 0, Maximum ist. Da hier aber steht bestimmen und ermitteln, bedeutet das auch, dass Sie den Taschenrechner einsetzen können. Und das möchte ich Ihnen nochmals ganz kurz zeigen. Ich zeige Ihnen erstmal kurz die Funktion. X Quadrat plus 2x, Klammer zu, mal e hoch minus x. So sieht die Funktion aus. Man kann natürlich im Graphmenü ganz klassisch mit Gsolve und Max und Gsolve und Min die Extrempunkte bestimmen. Minimum bei minus 1,4 und minus 3,4 und bei Gsolve und Max Maximum bei 1,4 und 1,17. Also das wäre jetzt die Aufgabe, wenn wir es angeben sollten, dann würde das völlig ausreichen. Jetzt steht aber da, bestimmen Sie die Extremstellen. Bestimmen Sie die Extremstellen bedeutet, wir müssen schon die Ansätze mit dazu schreiben und müssen noch ein bisschen, es gibt ja auch 4 Punkte, ein bisschen mehr dazu bringen. Und das möchte ich Ihnen mal zeigen. Aufgabe 322. Zunächst bestimmen Sie die Extremstellen. Bedeutet, wir setzen die erste Ableitung gleich 0, g' von x gleich 0, also 0 gleich e hoch minus x mal Klammer auf minus x Quadrat plus 2. Jetzt wissen Sie ja, wie man diese Nullstellen berechnet. Wir müssten uns jetzt nur die Klammer anschauen und diese gleich 0 setzen. Wir wollen aber an der Stelle den Taschenrechner einsetzen und können das ebenfalls machen, indem wir jetzt einfach wie folgt vorgehen. Wir geben die erste Ableitung im Taschenrechner ein als Funktion. E hoch minus x mal minus x Quadrat plus 2 und lassen uns von dieser Funktion, das ist die erste Ableitung, die Nullstellen anzeigen. Denn wir wollen ja die Nullstellen der ersten Ableitung berechnen, um die Extremstellen zu berechnen. Also Gsolve und Root. Und da kommt raus xe1, schreibt mal hin, GTR, xe1 gleich minus 1,414. Ich nehme mal 4 Kommastellen und eine 2. Und xe2 ist dann 1,414. Im Eckquermenü können wir diese Sache eben nicht lösen, weil es halt keine Polynomgleichung ist. Das heißt, es bleibt nur diese grafische Möglichkeit, indem wir die erste Ableitung als Funktion eingeben und uns jetzt die Nullstellen dieser Funktion anzeigen lassen. So, und damit blende ich die schon mal aus und wir gehen weiter. Das wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre jetzt wie folgt. Wir müssten die beiden Extremstellen in die zweite Ableitung einsetzen. G' von minus 1,4142. Und wir müssten berechnen g' von 1,4142. Da wir die zweite Ableitung noch gar nicht gebildet haben, können wir das eigentlich auch gar nicht berechnen. Aber wie gesagt, wir nutzen den Taschenrechner und ich möchte Ihnen das Ganze zeigen. Und zwar folgende Geschichte: Gibt es zwei Varianten. Wir bleiben im Graphmenü und lösen das Ganze
Hier, dann machen wir das wie folgt. Ich gehe an die Stelle Y3 und gebe jetzt folgende Funktion ein. Option, klicken auf die Optionstaste und dann kommt hier oben dieses Menü Kalk. Sie kennen diese Options-Kalk-Geschichte schon. Optionen, dann Kalk. Und dort finden Sie ja auch hier das bekannte Integralzeichen, aber was wir jetzt nehmen wollen, ist d geteilt durch dx. D geteilt durch dx bedeutet, wir bilden die erste Ableitung. Also das ist der Befehl für die erste Ableitung. Und ich möchte jetzt die erste Ableitung von der roten Funktion berechnen. Die rote Funktion ist ja unsere erste Ableitung der Funktion. Demzufolge ist das dann, wenn ich das nochmal ableite, die zweite Ableitung der Funktion. Und gebe also jetzt hier die Funktion y2 ein. Was Graph y2 und für x gebe ich x ein. Der soll mir nämlich die Ableitung für jedes x berechnen. Ganz kurz nochmal zur Erklärung. Also das d durch dx bedeutet die erste Ableitung bilden von der Funktion, die dann in dieser Klammer steht. Und in die Klammer y2 schreibe ich die erste Ableitung. Und wenn ich die Ableitung der ersten Ableitung bilde, dann habe ich die zweite Ableitung gebildet. Und hier gebe ich an, für welche x-Werte ich das machen will. Ich kann das auch für einen ganz konkreten x-Wert machen. Ich mache es aber jetzt für alle x-Werte. Dann wird mir die zweite Ableitung gezeichnet. Das zeichnet oder diese Funktion ist die zweite Ableitung. Und jetzt lasse ich mir einfach die Stelle minus 1,4142 anzeigen. Also trace minus 1,4142. Und da habe ich jetzt den Wert für die zweite Ableitung an der Stelle minus 1,4142. Das ist 11,6. 11,6 ist größer als 0, deswegen handelt es sich hier um ein Minimum an der Stelle minus 1,4142. Y-Wert ist nicht bekannt. Und das gleiche natürlich noch mit 1,4142. Und da habe ich den Wert minus 0,68, minus 0,68, 77. Das ist kleiner als 0 und deswegen habe ich hier ein Maximum bei 1,4142. Y-Wert ist unbekannt. Genau. Das wäre jetzt die Möglichkeit, das Ganze also mit dem Taschenrechner zu bestimmen. Man müsste dafür nicht die zweite Ableitung bilden. Da ja da steht, bestimmen Sie das Ganze, wir gehen nochmal, ermitteln Sie die Art mit der zweiten Ableitung, heißt das, Sie dürfen in den Taschenrechner einsetzen und das haben wir gerade eben gemacht. Man kann auch den Befehl nutzen, Optionen, Kalk und dann D2 geteilt durch DX2, also F2. Das wäre dann die zweite Ableitung. Da müsste man jetzt also Y1 eingeben, denn ich möchte ja direkt von Y1 direkt die zweite Ableitung ermitteln. Es kann sein, dass es durchaus ein bisschen länger dauert, weil er da jetzt ein bisschen mehr rechnen muss. Man sieht, er hat die Funktion auch ein bisschen langsamer gezeichnet, aber es ist dieselbe Funktion. Und dann können Sie wieder an der Stelle mit Trace an den Stellen 1,4142 entsprechend den Wert anzeigen lassen. Das Ganze kann man auch im One-Menü machen. Sie finden nämlich bei Option Kalk und da finden Sie hier die beiden Befehle wieder D und D2 DX Quadrat. Da kann man also auch direkt selbst damit arbeiten. Also Beispiel, ich möchte die zweite Ableitung meiner Funktion. Jetzt müsste ich hier die Funktion eingeben. Da können wir die Funktion abtippen. Also, wir könnten sie jetzt abtippen. Ich gebe jetzt die Funktion g von x ein. X Quadrat plus 2x, Klammer zu, mal e hoch minus x. Oder, wenn man die Funktion schon eingegeben hat im Taschenrechner, kann ich natürlich auch einfach nutzen, was Graph y1, denn die Funktion habe ich ja bereits im Graphmenü. Und jetzt kann ich hier die konkrete Stelle eingeben, an der ich die zweite Ableitung berechnen möchte. Ich möchte ja jetzt, und das zeige ich nochmal, die zweite Ableitung an der Stelle minus 1,4142 berechnen. Also die zweite Ableitung von der Funktion an der Stelle minus 1,4142. Und dann rechnet er mir diese aus. Ich habe ja nicht vertippt.
So. Und sie ist 11,63336. Ist größer 0, deswegen ist es ein Minimum. Gleiches Spiel mit der zweiten Ableitung von 1,414, also da haben wir die minus 0,6877. Kleiner 0, deswegen ein Maximum. So können Sie also ohne die zweite Ableitung sich die Werte der zweiten Ableitung anzeigen lassen und bestimmen, ob es ein Maximum oder Minimum ist. So. Sollten Sie dazu Fragen haben, schicken Sie mir einfach eine Mail oder fragen während der Konsultation nach. Kommen wir noch zu einer zweiten Geschichte, die ich Ihnen gerne zeigen möchte. Wie können Sie also auch mit diesen Möglichkeiten, die uns da jetzt eröffnet werden, auch mit den Wendepunkt bestimmen einer Funktion, entweder einer E-Funktion. Wir bleiben gleich bei dieser Funktion. Wie kann man jetzt, ich lösche mal diese Ableitungsgeschichten, wie können Sie mit Hilfe des Taschenrechners den Wendepunkt bestimmen? Wir wissen, zwischen einem Tief- und einem Hochpunkt gibt es auch einen Wendepunkt. Und das möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Also wir möchten den Wendepunkt mit Hilfe des Taschenrechners ermitteln. Es gibt keinen direkten Befehl. Wie Gsolve von Max und Gsolve von Min gibt es keinen direkten Befehl, sich den Wendepunkt anzeigen zu lassen. Aber wenn wir den Wendepunkt berechnen, wäre ja die Aufgabe, wir müssten G' von x gleich 0 setzen. Das wäre der erste Schritt. Die zweite Ableitung gleich 0 setzen. Und das könnten wir natürlich mit Hilfe des Taschenrechners wie folgt machen. Sie lassen sich einfach wieder mit dieser Befehlskette Optionen und Kalk die zweite Ableitung anzeigen. D2 geteilt durch dx2, das ist also die zweite Ableitung von der Funktion y1 und zwar an jeden x-Wert. Die hatten wir vorhin schon mal, das ist diese grüne Funktion gewesen, jetzt ist aber rot. Moment, wir blenden mal y1 aus. Genau, das ist die, die wir vorhin schon hatten. Und lassen uns jetzt, wir wollen ja die Nullstellen der zweiten Ableitung berechnen, wir wollen ja diese Gleichung lösen. G' von x ist gleich 0. Diese Funktion ist G' von x und lassen uns jetzt mit Gsolve und Root die Nullstellen dieser Funktion anzeigen. Und das ist die wäre einmal xw minus 0,732 und 2,7 xw2, das war xw1, 2,732. So, nochmal kurz die Erklärung. y1 ist unsere Funktion. D2 geteilt durch dx hoch 2 ist die zweite Ableitung von der Funktion, die in der Klammer steht. Da habe ich jetzt unsere Funktion von hier oben genommen, y1, an jeder beliebigen Stelle x. Und damit ist die rote Funktion unsere Ableitungsfunktion, unsere zweite Ableitungsfunktion. Wir möchten die ganze zweite Ableitung 0 setzen und lassen einfach mit Gsolve und Root entsprechend die Nullstellen dieser zweiten Ableitung uns anzeigen. Minus 0,732 und 2,732. Ja, und dann habe ich die Wendestellen raus. Möchte ich jetzt den kompletten Punkt? Das wäre dann der dritte Schritt. Den zweiten Schritt lassen wir mal weg. Nachweis ist nicht nötig mit der dritten Ableitung. Ich möchte also jetzt noch die Koordinaten. Ich möchte ja wissen, wie lautet der vollständige Punkt, also wie lautet der y-Wert. Und dasselbe mit dem zweiten Punkt mit 2,732. Wie lautet der zugehörige y-Wert? Und dazu müssten wir f von minus 0,732 berechnen und f von 2,732. Das ist aber eigentlich kein Problem. Sie blenden die zweite Ableitung aus, blenden wieder die richtige Funktion ein und lassen sich jetzt die zugehörigen Werte einfach anzeigen mit minus 0,732
Das wäre also einmal minus 1,9299. 9299. Und dasselbe bei 2,732. Da hätten wir 0,8415. 0,8415. Und damit haben wir den Wendepunkt 1 bei minus 0,732 minus 1,9299 und den Wendepunkt 2 bei 0,8415 und, oh, war der falsche X-Wert, bei 2,732 und 0,8415. Also so können Sie den Wendepunkt mit Hilfe des Taschenrechners ermitteln. Ja, ich möchte das Ganze nochmal an einer zweiten Funktion Ihnen zeigen, und zwar nehme ich diesmal eine gebrochen rationale Funktion, 12x² minus 6 geteilt durch x hoch 3 minus 4. Wir schauen uns erstmal die Funktion an. Funktion sieht wie folgt aus. 12x² minus 6, das Ganze geteilt durch x hoch 3 minus 4. Und dann entsteht folgende Funktion. Und wir sehen schon sehr schön, dass die Funktion hier jeweils ein Minimum und ein Maximum besitzt. Und zwischen diesem Minimum und Maximum muss es natürlich auch einen Wendepunkt geben. Zudem gibt es hier eine Rechtskrümmung, aber hier eine Linkskrümmung. Das heißt also, es gibt sogar noch einen zweiten Wendepunkt hier in dem Bereich, wo sich gerade die Maus befindet. Und wir wollen natürlich beides ermitteln mit Hilfe des Taschenrechners. Und zwar wollen wir das so ermitteln, dass wir die Ableitung nicht bilden müssen. Rein theoretisch können Sie das. Sie wissen, wie man die erste Ableitung und die zweite Ableitung von einer gebrochen rationalen Funktion bildet. Aber nicht immer ist es in dem Fall notwendig. Wenn wir also jetzt die Extrempunkte ermitteln sollen, wäre der erste Schritt, wir müssen die erste Ableitung der Funktion gleich 0 setzen. Ja, machen wir mit dem Taschenrechner. Und zwar wie folgt. Wir blenden unsere Funktion y1 aus, gehen an die Stelle y2 und lassen uns wieder mit Optionen und Kalk und dem Befehl d geteilt durch dx die erste Ableitung zeichnen. Die erste Ableitung von der Funktion wollen wir zeichnen, also d geteilt durch dx und dann war es Graph y1. An der Stelle x. Wir lassen uns die erste Ableitung an jeder Stelle zeichnen und das sieht es so aus. Und wir wollen ja die erste Ableitung 0 setzen, also lassen wir uns jetzt einfach von dieser Funktion die Nullstellen anzeigen. Da hätten wir GTR xe1 gleich minus 2,2488 57, ich nehme mal alle Stellen. Oh, 57804 und eine weitere Nullstelle bei 0. Und eine weitere scheint nicht zu geben. So, damit haben wir schon mal die extremen Stellen raus. Wir haben die erste Ableitung 0 gesetzt, haben das mit Hilfe des Taschenrechners gelöst. Zweiter Schritt. Wir müssen die Stellen in die zweite Ableitung einsetzen. F' von xe1, also von minus 2,2488578 04. Und wir brauchen F' von 0. Das Ganze mache ich jetzt im One-Menü mit diesem Befehl d² durch dx², also Optionen. Kalt. Und dann finden Sie wieder dieses d² geteilt durch dx² von unserer Funktion war es Graph y1. Ich möchte also die zweite Ableitung dieser Funktion an einer ganz bestimmten Stelle berechnen, nämlich an der Stelle minus 2,2488578 04.
Und da kommt 1,56 raus. Das ist also der Wert für die zweite Ableitung an dieser Stelle. 1,56, die restlichen Zahlen interessieren mich jetzt erstmal nicht, ist größer als 0 und deswegen handelt es sich hier um ein Minimum bei minus 2,24885704 und y-Wert noch unbekannt. Und die zweite Ableitung an der Stelle 0 gehen wir genauso vor. Optionen Kalb d² durch dx² von unserer Funktion war es Graph y1 an der Stelle 0. Und da kommt minus 6 raus. Ist kleiner als 0, deswegen handelt es sich hier um ein Maximum an der Stelle 0 und y ist noch unbekannt. Ja. Und dann kommen wir zum dritten Schritt. Wir wollen y berechnen und y berechnen wir mit Hilfe der Funktion. Also muss ich einmal die minus 2,24 8857804 in die Funktion einsetzen und einmal müssen wir die 0 einsetzen. Das können Sie auf zwei Arten machen. Zum einen können wir das natürlich im Graphmenü machen mit Trace und dann geben wir die Zahl ein, minus 2,24885804. Da haben wir den y-Wert minus 3,557. Minus 3,557 und das gleiche an der Stelle 0. Da haben wir den Wert 1,5. Oder man kann das auch im One-Menü machen, indem wir jetzt einfach die minus 2,24885804 auf x abspeichern und uns die Funktion vars Graph y1 einfach anzeigen lassen. Da kommt die minus 3,557 raus und dasselbe Spiel natürlich mit der 0. Also wir speichern die 0 auf x, lassen uns nochmal y und 1 anzeigen und da kommt 3 halbe raus, beziehungsweise 1,5. Und damit haben wir also ein Minimum bei minus 2,24885704 und minus 3,557 und wir haben hier ein Maximum bei 0 und 1,5 oder 3 halbe. So können Sie also ohne die Ableitung gebildet zu haben oder ohne die Ableitung zu bilden, mit Hilfe des Taschenrechners aber die Extrempunkte ermitteln. Es geht also nur, wenn die Aufgabe lautet, ermitteln Sie oder bestimmen Sie. Bei Berechnen, ist die Ableitung zwingend notwendig. Und Wendepunkt, ähnliche Geschichte. Wir wollen also den Wendepunkt ermitteln. Wie gehen wir vor? Erster Schritt, wir müssen die zweite Ableitung der Funktion gleich 0 setzen. Das machen wir mit Hilfe des GTR. Die Funktion steht schon da, so sieht die Funktion aus. Wir wissen, dass es scheinbar zwei Wendepunkte gibt, einmal in diesem Bereich, vor den ersten Extrempunkt, vor diesem Minimum, denn wir haben hier eine Restkurve. An dem Minimum selber liegt aber eine Linkskurve vor. Das heißt also, hier in dem Bereich muss ein Wechsel stattfinden von rechts zu links und deswegen ist da ein Wendepunkt. Und zwischen diesen beiden Extrempunkten natürlich muss da ebenfalls ein Wendepunkt liegen, irgendwo in diesem Bereich. So. Dazu müssen wir die zweite Ableitung der Funktion gleich 0 setzen. Das machen wir wieder grafisch, indem wir mit Optionen und Kalk und die zweite Ableitung zeichnen lassen. D² durch dx² ist also die zweite Ableitung von unserer Funktion was Graph y1. Und zwar an jeder Stelle x, wenn wir wollen ja erstmal die Funktion sehen. Das heißt, dieser Befehl zeichnet uns die zweite Ableitung. Die sieht so aus. Und wir lassen uns jetzt die Nullstellen dieser Funktion anzeigen. Das dauert manchmal ein bisschen. Da haben wir einmal minus xw1 gleich minus 3,333. Könnte sein, dass es periodisch ist. Lässt sich jetzt aber nicht ganz so nachvollziehen, weil es nach der dritten Stelle dann anders ist.
Das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass der Taschenrechner jetzt mit Rundungen auch arbeitet. Und deswegen kann es durchaus sein, dass wenn wir die Zweitableitung bilden würden und die extrem die Wendestellen berechnen würden mit den mit der exakten zweiten Ableitung, dass dann die Zahl sogar komplett periodisch wäre. So, und die zweite Nullstelle dieser Funktion ist minus 0,89. Nehmen wir vier Stellen, 3,3. Und damit haben wir die beiden Wendestellen. Einen Nachweis mit der dritten Ableitung müssen wir jetzt nicht machen. Wir wollen dann nur direkt den Punkt noch ermitteln. Das heißt, wir brauchen noch f von minus 3,333 und wir brauchen f von minus 0,8933. Und das können wir wieder grafisch lösen mit unserer Funktion y1 mit trace minus 3,333. Und minus 0,8933, das wäre die eine Geschichte. Oder wir machen das wieder in diesem Menü, indem wir wieder das x entsprechend abspeichern, also minus 3,333 auf x speichern und die Funktion y1 anzeigen lassen, minus 3,103. Und dasselbe nochmal mit der minus 0,8933. Da kommt minus 0,7587 raus. Also ist mein Wendepunkt 1 bei minus 3,333 und minus 3,103 und mein Wendepunkt 2 bei minus 0,8933 und minus 0,7587. Das soll schon dazu gewesen sein. Optionen Calc D durch DX zeigt uns die erste Ableitung an und Optionen Calc und D, und machen wir mal anders. Ich lösche das hier nochmal. Also das ist unsere Funktion. Mit Optionen Calc und D geteilt durch DX wird unsere erste Ableitung angezeigt. Hier vorne steht sogar schon direkt das y1 an der Stelle x. Das wäre also die erste Ableitung. Und Optionen Calc d2 geteilt durch dx Quadrat von der Funktion y1 zeigt uns die zweite Ableitung an. Und so kann man also zu der blauen Funktion und zu f von x die rote Ableitungsfunktion, das ist also f' von x, und die grüne wäre f' von x, anzeigen lassen und man kann entsprechend damit arbeiten. Bei Fragen schicken Sie mir eine E-Mail oder Fragen in der Schule nach. Ich hoffe, Sie können damit was anfangen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und freue mich über Feedback.